Wäre ja eine Option. Zweite ist Suicide. Yo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Pier! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tinder Fails. Jawohl. Es geht wieder ab. Heute haben wir endlich mal an die Begrüßung gedacht. Ja? Das stimmt, ja. Endlich. Sehr, sehr gut. Endlich. Es ist wieder viel passiert. Sehr viel, in ja. In der Welt des Flirts. Sehr viel geflirtet mal wieder. Sehr viel geflirtet, wurde auch sehr viel Command. Ich habe so viele Commands auf Instagram bekommen. Wenn ich was in die Story poste, kriege ich darauf zurück 30 Commands. Commands. Das ist so gestört. Command. Aber das ist geil. Das ist geil. Ja, übrigens folgt uns auf Instagram, ne? Ja, perfekt. Hier nochmal penetrant eingeblendet. Stories lohnt. Ihr folgt. Genau. Die werden jetzt immer größer. Jedes Mal, wenn ihr nicht folgt, werden die hier größer eingeblendet. Ja, das ist echt so. Willst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja, ich habe direkt ein bisschen was Ekelhaftes mal wieder am Start. Richtig geil. Nein. Und zwar schreibt ein Typenmädel an. Er schreibt: Hi, na du Geile, ich habe noch mal eine Frage an dich. Würdest du mir für einen 100er in die Eier treten und dich dann ein bisschen von mir anpissen lassen? Ich stehe da nämlich voll drauf. Wirkt jetzt etwas komisch, aber das ist sowas wie ein Fetisch. Gefickt wird natürlich auch. Dafür kannst du dann auch dein Geld haben. Na ja, dann. Aber bevorzugst du lieber One Night Stands oder Freundschaft Plus? Beides wäre für mich okay. Eine Beziehung können wir auch eingehen, aber dann gibt es klare Regeln. So, ich finde schon mal gut, dass er generell so tut, dass sie grundsätzlich Interesse hat. Ja, ja, geht einfach da verschiedene Modelle nur auch vor. Und jetzt aber die Regeln für eine Beziehung, die fand ich ganz interessant. Okay. Die Regeln sind: Erstens, du hast gar keinen Kontakt mit Jungs, du darfst sie nicht mal anschauen. Zweitens, mindestens einmal in der Woche wird geblasen. Und drittens, ich möchte, dass du mir ab und zu mal auch in die Eier trittst. Wenn das für dich okay ist, dann komme ich einfach zu dir nach Hause und fick dich so hart, dass du nie wieder laufen kannst. Aber ist ja praktisch, wenn sie nie wieder laufen kann, wird es auch schwer, dass sie Jungs trifft oder anschaut. Das stimmt, das stimmt. Da hat er mitgedacht eigentlich. Ja, das stimmt. Und sie ist jetzt irgendwie nicht so drauf eingegangen. Komisch. Ja. Vor allem in der ersten Nachricht, ohne die Person überhaupt jemals gesprochen haben, schon Regeln für eine Beziehung. Ja, das ist so krank. Hat auf jeden Fall was, ja. Ja, Mann. Ja, hat irgendwie nicht geklappt, leider. Hat leider nicht geklappt. So, ich habe hier eine junge Dame, die grundsätzlich auch bereit ist, sich zu treffen, aber die bestimmte Bedingungen hat. Okay. Und da muss der Typ dann auch schon wieder sagen, besser nicht. Also, sind schon mitten im Gespräch. Der Typ schreibt dann, ja, komm, reicht jetzt an Bilders. Will nicht den ganzen Tag damit verbringen. Wollen wir uns treffen oder nicht? Mhm. Sie? Ah ja, mal sehen. Er? Was machst du heute? Könnte vorbeikommen. Und jetzt geht's los. Okay. Naja, ich müsste deinen Schwanz testen lassen von meinem besten Freund. Er soll deinen blasen und wenn du viel spritzt und dominant bist, dann darfst du meine drei Löcher ficken. Boah, was? Also was? Er kommt vorbei. Er muss ja erst von ihrem Freund einen blasen lassen. Und wenn er viel spritzt, dann darf er bei ihr ran. Ah ja, okay. Dann er, bitte was? Von deinem Freund? Sie, meinem besten Freund, ja. Ah ja, okay, dann. Er? Ich bin nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Und hör mal zu. Woher ist diese Szene? Oh ja. Ich bin nicht schwul. Ich wollte einfach nur mit dir Spaß haben. Was soll mir da ein Typ meinen Schwanz lutschen? Sie? Du machst ja nichts Schwules, sondern nur er. Naja. Na, geht so. Da müssen alle durch, die mich ficken wollen. Was? Auch wenn du in einer Beziehung bist, hast du so deinen Traummann kennengelernt. Warum? Und dann wollt ihr erstmal miteinander schlafen. So, ey Schatz, mein bester Freund kommt gleich vorbei. Der muss dir erstmal einen blasen. Was ist mit dir? Vor allem, der beste Freund steht auch immer auf Abruf bereit für sowas. Das ist auch strange irgendwie. What the fuck? Ja, du weißt schon, dass du nicht das einzige Weib auf der Welt bist, ne? Also entweder komme ich nachher zu dir und wir ficken oder ich bin direkt weg. Ich lasse mir doch nicht von einem Typen einen lutschen. Und sie, kein Problem, dann lassen wir es einfach. Ich weiß, es gibt genug andere hier. Hat er noch? Ja, aber sicherlich nicht welche, die sich ihren Schwanz von Typen lutschen lassen. Mittlerweile bin ich mir da auf Tinder nicht mehr so sicher. Ich glaube, da gibt's alles. Okay, und dann schreibt sie, also die es gemacht haben, waren definitiv nicht schwul, weil sie durften mich ja dann ficken. Hihi. Also sie behauptet, dass es echt schon Typen gab, die das... Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann es auch vorstellen, aber meinst du, sie macht das gerade, um den zu verarschen und ihn abzuschrecken oder dass sie das wirklich... Weiß nicht. Auf jeden Fall findet er dann noch einen souveränen Weg raus aus dem Gespräch. Er schreibt dann noch, was läuft nur falsch bei manchen Menschen? Sie, ich akzeptiere doch deine Meinung. Akzeptiere doch dann auch meine Bitte. Und dann er kann jetzt nicht mehr schreiben. Management. Echt? Ja. Perfekt. Also er hat sich noch gut aus der Affäre gezogen. Das ist der Ausweg, der geht immer. Ja, Management ist immer gut, um ein Gespräch zu beenden. Okay, ich habe hier einen, das ist für mich wieder, ich habe diese Rubrik für mich eingeführt, wieder der schlechteste Anmachspruch der Woche. Okay. Und zwar schreibt einer, hallo Franzi, erinnerst du dich noch an Knut und Flocke? Die? Nein. Ja, die bekanntesten deutschen Eisbär-Babys. Und sie sagt, ach so, ja klar, Knut kenne ich. Wieso fragst du? Ich weiß, was kommt. Und er schreibt ja, haha, weißt du noch, wie viel der gewogen hat? War er schwer genug, um das Eis zu brechen? Oh. Und sie schreibt auch nur, ich muss wieder gehen. Oh, der war verdammt schlecht. Icebreaker der Woche. Fand's nicht gut?
Nee. Nee? Okay, dann weiter. Okay, da du jetzt den schlechtesten Anmachspruch der Woche gemacht hast, ja, möchte ich auch eine Kategorie einführen, und okay, zwar den besten Korb der Woche. Oh, okay, ja? Super. Der beste Korb der Woche geht an eine junge Dame, die von dem Typen ein Flugzeug-Emoji geschickt bekommen hat. Und dazu schreibt er, besteht die Möglichkeit, bei dir zu landen? Oh. Also auch ein Kandidat eigentlich für den schlechtesten beide Kategorien. Und dann schreibt sie, nein, wegen Wartungsarbeiten auf weiteres geschlossen. Keine Billigflieger mehr zugelassen. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann schreibt er sogar, haha, gute Antwort, muss ich dir lassen. Also, boah, ja, perfekt. Weggeflext. Weggeflext. Ja, wenn man so einen dummen Anmachspruch kommt, muss er auch damit rechnen, dumm abserviert zu werden. Definitiv. Einmal noch einen ganz kurzen. Okay. Einen kurzen einschieben. Einen kurzen noch, ja klar. Ja? Ein kurzer geht immer, ja, wisst ihr ja von mir. Auch ein ganz schlechter Anmachspruch. Ist jetzt gar nicht so lustig, aber ich dachte mir schon wieder, was soll das? Er schreibt, hey Nadu, alles Klärchen im BHchen? Oh, boah, was? Junge! Oh, was ist das? Und sie schreibt dann auch eine leicht komische Anfrage, wobei leicht ist auch ein bisschen untertrieben. In BHchen? Wie hat er das denn geschrieben? So, BHchen. Pschchen. Ey, oh, Leute, so läuft das nicht. Lasst es sein. Das ist so traurig irgendwie. Ja. Ich habe jetzt auch noch einen. Das ist ein Typ, der hat, glaube ich, eine leichte Rechtschreibschwäche. Okay. Wird auch darauf hingewiesen und reagiert dann aber sehr allergisch darauf. Okay. Und zwar schreibt er am Anfang, hey, wie geht es dir, Hübsche? Was machst du so privat? Woher kommst du, wenn ich fragen darf, Süße? Würde dich liebend gern kennenlernen, falls du möchtest. Und da, ne, ihr seht schon, waren auch schon 15.000 Rechtschreibfehler drin. Und sie schreibt, wenn du die Rechtschreibung beherrschst, dann vielleicht. Und er ist noch relativ locker, schreibt, hahaha, kannst mir ja beibringen. Was auch schon so der Upturn überhaupt ist für jede Frau, wahrscheinlich, wenn sie ihrem Typen erstmal Rechtschreibung beibringen muss. Und dann schreibt sie, wer hübsch mit P schreibt, da ist definitiv schon alles verloren. Und dann schreibt er, echt? Ich dachte schon, dass ich mit einer Analphabeten schreibe. Gut, dass es dir aufgefallen ist, Fotze. Und dann, du bist ja sowas von gestört, du dummes Kind. Find lieber Leute, die genauso angeschissen aussehen wie du. Wäre ja eine Option. Zweite ist Suicide. Also ihr habt zwei Optionen, entweder Leute zu finden, die genauso angeschissen aussehen wie sie. Genau, oder Selbstmord. Ja, das sind halt echt die einzigen Optionen. Aber das Lustige ist, er heißt anscheinend hier auf der Plattform Nice Guy. Das passt dann nicht so, passt ne? Passt ja nicht ganz. Passt nicht ganz, na gut. Ne? Na gut. Der ist ein bisschen länger. Ich lasse vielleicht ein paar Nachrichten aus, weil das ist auch ein kompletter Monolog. Okay. Aber das ist aber ein Typ, der beherrscht die deutsche Sprache nicht so gut. Mhm. Und ich glaube, er bedient sich dann des Öfteren am Google Translator. Ah ja, haben wir auch oft einen letzten. Ja, da kommen auch interessante Sachen bei rum. Okay. Also, hallo. Vielleicht können Sie kommen, um mich im Krankenhaus zu besuchen. Ich kaufe einen Fastfood für uns und Kaffee und wir machen es Datum. Ach, Date. Ja, ja, perfekt. Wir machen es Datum. Wir machen ein Date. Du kannst jetzt kommen, wenn du willst, oder morgen früh. Also für sie, ihn steht schon fest, dass sie kommt. Okay. Geht nur noch darum, wann. Ja, 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 klar. Sie antwortet aber gar nicht. Im ganzen Gesprächsverlauf antwortet boah, sie. Boah, aber nicht einmal, ne? Nee, nicht einmal. Also ich lese jetzt einfach nur seine Nachrichten vor. Okay. Ich weiß, du liest. Antworte ja oder nein. Und ich werde es respektieren, was auch immer deine Antwort war. Okay, I see you tomorrow. Say yes. Ich weiß, ich werde dich nicht enttäuschen. I am waiting your answer. Mhm. And I'm serious with every single word I said. So please, I want you to answer with yes or no. Yes, so I can stay, we stay. And no, so I can leave. We both leave. Hä? Ja. Hä? Keine Ahnung. Die Aussage finde ich auch geil. It's not my job to lie on you. Ja, gut. Ja? Es ist nicht mein Job, dich anzulügen. Nein, natürlich. I don't want to lie. Und dann wieder auf Deutsch. Würdest du morgen kommen und mit mir in meinem Betrieb stehen? Hä? Was will er? Und dann, okay, also sorry, vielleicht habe ich mich falsch entschieden. Bye. Oh. Bye. Eigentlich denkt man jetzt, er hat sich verabschiedet. Aber dann geht's weiter. Weißt du was? Alles, was ich brauche, ist jemand, der mich liebt. Mich wirklich für mich selbst lieben. Oh. Das ist nichts anderes. Und erraten, was ich verliebe, in die Seelen, nicht Gesichter, nicht Körper. Das stimmt. Und du liest noch immer. Du schlägst mich weiter. Du verdienst nichts davon. Kuss, I've niemals einen Jungen oder ein Mädchen in meinem Leben verletzt. Alter, das ist lieb. Es ist ein Songtext. Das sind so Tumblr-Zitate. Ja. Du verdienst nichts davon. Kuss, I've niemals einen Jungen oder ein Mädchen in meinem Leben verletzt. Kuss, I've niemals. Das finde ich gut. Ich gebe dir das Beste. Aber vielleicht antwortest du nicht, du bist nicht das Beste. Now bye. Boah, was? Ja, aber es geht weiter. Alter, das ist dramatisch. Ja, denn was hast du mir gefallen? Was hast du von mir gewartet, um zu sagen, hey, wie geht es dir? Lass uns gehen und Sex haben. Entschuldigung, aber ich bin nicht diese Art. Du kannst mich alte Schule nennen. Boah. Jetzt kommt's. Jetzt kommt Google Translator Action. Also er will ihr jetzt sagen, dass er im Stile von 50 Shades of Grey mit ihr Sex haben. Ja, ja, er schreibt ja, okay. Er, aber wenn du Sex willst, treffe mich. Ich kann den besten 50 Schatten grau mit dir machen.
wenn es das ist, was du willst. Alter, ist das geil. Leute, das ist für mich ein neuer Style, den ihr mit aufnehmen könnt. Ja, Mann, die besten 50 Schatten grau. Ihr macht den besten 50 Schatten grau. Ja, könnt ihr, so kriegt ihr jede Frau rum, wenn ihr sagt, das stimmt. Hey Baby, ich mach den besten 50 Schatten grau. Ja. Probiert's aus. Wenn alles nicht geholfen hat mit Come On und so, dann sagt, dass ihr die besten 50 Schatten grau macht. Gerade jetzt, wo der dritte Film im Kino ist wieder. Ja. Ne? Passt doch. Eben. Super. Und dann schreibt er nur noch, ich weiß nicht, warum ich immer wieder mit dir rede, ich verschwende nur Zeit. Have a good day. Dann schickt er aber seine Nummer und schreibt dann, WhatsApp me when you change your mind. I will delete this stupid application. Boah. Also er löscht jetzt die App. Diesmal macht er ernst. Das heißt, sie kann ihn nur noch erreichen, wenn sie ihn bei WhatsApp schreibt. Boah, Alter, ist das krass. Aber er macht den besten 50 Schatten grau. Und deswegen wird sie sich auch melden noch. Glaube ich auch. Okay, ich habe noch einen kurzen, richtig stumpfen. Oh, ich will heute auch einen kurzen. Ich habe heute auch mal einen kurzen. Er gönnt sich. Und zwar ist es so ein, das, ich finde das immer so lustig, das ist so ein Typ, der schreibt halt so richtig, versucht so richtig lieb zu schreiben. Mhm. Und dann eskaliert es halt sofort, wenn keine Antwort kommt. Okay. Aber halt so richtig primitiv und dumm auch. Man merkt richtig, dass das ist ein richtig dummer Mensch ist auch. Okay. Das heißt, hey, würdest du einmal mit mir essen gehen? Ich will dir zeigen, dass ich ein netter Typ mit einem guten Herzen bin. Ich wäre echt froh und glücklich, eine so hübsche Frau wie dich treffen zu dürfen. Es ist zwar gerade sehr früh, aber als ich dich gerade gesehen habe, musste ich dir einfach schreiben. Keine Antwort und am selben Tag noch, ich hätte dich so hart durchgefickt. Aber hart, so hard auf Englisch. Hard. Ich hätte dich so hart durchgefickt. Hard. Ah ja. Ja. Einen letzten haben wir noch. Ach echt, das noch einen. Wir hatten ja heute keinen dabei, der so ein bisschen unsere Styles entgegengeht hat. Stimmt, nicht. Deswegen bringe ich jetzt zum Abschluss noch ein Feuerwerk an Tinder-Fail-Sprüchen und Styles. Und zwar wieder ein Dialog zwischen zwei scheinbar Bullshit-TV-Zuschauern. Ach geil, okay. Denn sie kennen beide die Tinder-Fails-Sprache. Super, das ist dann eigentlich immer schon Hochzeit. Fast. Also er schreibt sie an mit Hi, sie, einen wunderschönen guten Pia. Das ist so geil, ich würde mich so kaputt lachen. Und dann er, come on, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Sie, naja, das ist absolut needy. Wie läuft Fickerei? Ja, gut, gut, keine Disco ohne mich gibt es nicht. Er, nasty geil, aber... Management. Sie? Tja, ist eigentlich egal. Fakt ist, du wirst gefickt. Ob von mir oder jemand anderem. Du wirst gefickt. Und dann eher, uff, suche nach einem Needy Cuckold. Sie? Ey, dieses Fakt ist, du wirst gefickt, ist auch geil eigentlich. Kannst ja mal meinen Orgasmus-Newsletter auf Snapchat abchecken. Und jetzt hat er sogar einen Style aus der letzten oder vorletzten Folge. Stimmt. Okay, Klartext, du geile Saftklatsche. Ich will dich direkt kennenlernen und meinen saftigen Schwolleck an deine haarige Palme klatschen. Hast du Lust, bei rhythmischen Dehnübungen im Bett Bekanntschaft mit meinem Eichelspeichel zu machen? Sie? Boah. Ich bin einfach nur auf der Suche nach einem ewigen Casual-Sexpartner. Ey, es ist so lustig. Es wird doch nicht unlustig. Erlaub mir, mit dir eine ewige Casual-Sex-Partnerschaft zu haben. Sie? Ja, komm, lutsch. Ja, wenn Frauen schreien, komm, lutsch, das ist auch so geil. Ich feiere das so. Hat wieder made my day. Und was meinst du, wie viele sich über diese Styles jetzt wirklich schon kennengelernt haben? Also ich glaube schon einige. Mittlerweile, glaube ich, tun wir doch was Gutes mit Tinder-Fails. Ja, ich glaube auch. Wirklich super. Das ist wirklich Hammer. Also das war eine geile Folge heute, muss ich sagen. Ja, Mann. Gebt mal einen Daumen hoch. Daumen hoch, absolut. Nee, hier nochmal richtig groß. Noch größer, diesmal Instagram eingeblendet. Ja. So, dass ihr uns schon gar nicht mehr seht. Das geht erst weg, wenn ihr jetzt folgt. Genau, das bleibt jetzt erstmal hier stehen. Warte mal kurz ein paar Sekunden. Warte mal kurz ein paar Sekunden. Übrigens haben auch voll viele unserem Aufruf gefolgt. Haben kommentiert. Bilder kommentiert. Ja. Mit Uff und Nasty Geil. Ja, das ich habe jetzt gedacht, Uff, Nasty Geil. Da freue ich mich immer, wenn solche Kommentare reinkommen. Perfekt. Ja. Jetzt müssten eigentlich auch die meisten gefolgt sein, oder? Ja. Sollen wir es langsam, ganz langsam runterfahren lassen? Runterfahren lassen. Noch könnt ihr aber hier lesen und habt die Chance zu abonnieren. Ja, Mann. War eine geile Folge, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt artig. Und immer schön Management integrieren. Immer schön needy bleiben. Immer schön needy bleiben. Genau. Und testet die 50 Schatten grau. Ja. Perfekt. Geheimtipp. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Wasting time's forgivable, but nobody wants to grow. It's time for the original to come and break the mold.